Nachdem meine Lippen in letzter Zeit dicker waren als die Titten von Katja Krajavice, Watze, Vize, Watze, ihr wisst schon, wen ich meine, geht's jetzt endlich weiter mit Let's Play SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom. Ja, im letzten Part haben wir wirklich einiges geschafft. Also wir haben ja zum einen die Quallenfelder abgeschlossen und die Innenstadt von Bikini Bottom. Ja, auch schon so gut wie abgeschlossen. Das werden wir zu Ende bringen. Dann werden wir das nächste Gebiet betreten, das auch zu Ende bringen. Und dann werden wir den ersten Boss... Also, ja doch, ein Boss, den ersten Boss von dem ersten Drittel von Bikini Bottom wegklatschen. Ist das eine gute Erklärung? Egal, man wird ja sehen, was wir heute machen werden. Relevant ist jetzt erstmal, wir werden uns dann noch dieses Zahnrad holen. Ich weiß aber nicht, wie ich da hochkomme. Ich glaube, durch diese Kiste kam man doch hier irgendwo, ja, okay, gut. Dann haben wir die Frage auch schon geklärt und dann holen wir uns Zahnrad, Junge. Okay, Butz! Ja, es war kein Spaß. Also in letzter Zeit waren meine Lippen wirklich übelst dick, weil ich ja, weil meine Lippen, ich hab so eine Lippen, ne, ich dachte gerade, hier wäre noch ein Zahnrad. Ich hab so eine Lippen, die sind halt mega schnell trocken. Und was macht man dann? Genau, man nimmt sich Lippenpflege und ja, ich bin wohl scheinbar gegen so ein Zeug allergisch, denke ich mal. Dementsprechend wurden meine Lippen halt, ja, penetriert und ja. Aber jetzt geht's schon wieder. Also es war echt schlimm, ich konnte teilweise nichts essen, konnte kaum sprechen. Ja, jetzt ist das eigentlich... so gut wie weg, was echt angenehm ist, muss ich mal so gestehen, weil das war echt nervig. Ja, dementsprechend kam lange nichts mehr von SpongeBob und generell kam nichts mehr auf meinen Hauptkanälen auch nicht, aber ja. Jetzt kann ich mal wieder was machen. Das ist doch ganz okay, oder nicht? So, jetzt stelle ich mich auch die Frage, da oben war nämlich eine Socke und die Socken müssen wir natürlich auch noch mitnehmen, ne? Komme ich da einfach so ran? Ja, scheinbar schon. So... Ja, das wird Patrick bestimmt glücklich machen. So, erstmal, wie viele? Drei. Drei Pfannenwender fehlen uns noch. Einen kriegen wir von Mrs. Puff für die Zahnräder. Also zwei Zahnräder. Zwei Zahnräder müssen wir noch finden. Und zwei Pfannenwender. Ja, aber wo sind die Pfannenwender? Wenn ich sie jetzt nicht sofort finde, dann, ja, scheiße ich drauf und hole sie irgendwann nach. Weil jetzt hier die ganze Zeit rumlatschen ist jetzt auch nicht das Spannendste und, ja... So, wir müssen uns erstmal umgucken, weil letztes Mal waren wir ja hier mit SpongeBob die ganze Zeit unterwegs in der Innenstadt und mit Sandy sind wir dann nur auf den Dächern rumgesprungen und so. Jo. Und darum gucken wir uns jetzt mal mit Sandy hier in der Stadt um. Also ich möchte mich eigentlich erstmal auf der Suche nach den Zahnrädern machen, um ehrlich zu sein. Okay, hier ist schon mal nichts. Das ist auch fies, ne? Hier kann man halt überall was verstecken. Aber wie, ich könnte natürlich jetzt, wie schon gesagt, generell auch einfach abhauen, aber ja. Wenn ich das Spiel dann am Ende wirklich zu 100% durchspielen möchte, dann ist das doof. Und ich denke mal, dass ich das zu 100% durchspielen möchte. Einfach, weil es nicht schwer ist. Und es zieht es jetzt nicht grundlos in die Länge, weil die meisten Funwender liegen halt wirklich auf dem Weg. Ich meine, wir haben ja jetzt alles eingesammelt, einfach nur, was wir gefunden haben, so. Und wir haben ja schon wieder fast alles. Uns fehlen jetzt drei. Und daher so, den Typen da haben wir uns schon gekümmert. Ist da auf den... Ne, da waren wir gerade. Wo könnte denn noch was sein? Okay, jetzt bin ich aber ein bisschen überfragt. Zum einen frage ich mich aber auch, was mit Blubberfreund ist. Den haben wir ja auch im letzten Part getroffen. Am Ende. Das Einzige, was er sagt, dass wir die Tür nur von innen öffnen können. Aber das haben wir ja. Oh, hier ist auch nochmal was Interessantes. Also der macht auf jeden Fall den Zaun da kaputt. Jo, okay. Ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Da ist nochmal ein glänzendes Objekt und da kann auch noch mehr sein, oder? Da ist doch noch mehr, erzähl mir doch nichts. Ja, wie schon mal, also wenn ich jetzt nichts finde, dann... Ewig rumdallern wollte ich eigentlich nicht. So, tschüss! Arschloch. Im nächsten Gebiet werden wir sowieso nicht alles sofort finden, das kann ich jetzt schon sagen. Weil das nächste Gebiet ist sehr groß und sehr anstrengend, sag ich mal. Bom! Hm.
gut. Ich scheine jetzt wirklich nichts mehr zu finden. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren jetzt da oben drinnen, ne? Larry's haben wir... Hat Gary noch was für uns? Nein. Genau, vielleicht sagt Mrs. Puff ja was anderes, wenn wir mit Cindy bei ihr ankommen. Ja, ich habe mir übrigens auch ein Gesprächsthema ausgedacht, weil es ja gerade für solche Sachen kann man sowas halt gut gebrauchen. Und zwar Kino. Ich war ja jetzt schon länger nicht mehr im Kino und das hat auch einen Grund, zum einen, weil Kino halt übelst überteuert ist und ja. Man hat halt so seine paar Erfahrungen gesammelt. Ich finde es so cool, dass man da im Hintergrund Dings sieht. Und ich weiß auch, wie man an das Zahnrad da rankommt. Da oben, denke ich mal. Oder? Geht das so easy? Halt dich doch nicht fest. So. Okay, ein Zahnrad fehlt uns noch. Komm, das finden wir noch. Ja, auf jeden Fall, ich war jetzt schon länger nicht mehr im Kino. Und, aber wenn ich mal zurückdenke, immer wenn ich im Kino war, ne? Damals war es ja so. Also damals, als ich ganz klein war, wie alt war ich da? So, 6 oder so, ne? Da war das so, wenn im Kino, da kommt ja immer so eine Eiswerbung, ne? Und dann sagen die, ja, gibt's auch hier im Kino. Und dann war es damals so, dass da irgend so ein Spacken reinkam und sagte, ja, hier gibt's Eis. Und dann dachtest du halt so, ja, komm, ist überteuert, ne? Aber gönn dir mal. Ist halt ein Eis und Eis mag halt jeder, so. Gönn dir, auch wenn es überteuert ist. So, halt aber auch nur, weil diese Spackos da mal reingelaufen kam und warum komme ich hier nicht? Okay, dann nicht. Aber auch halt nur, weil diese Spackos da angelaufen kam und du dachtest, ja komm, wenn er schon herkommt, ne, dann kann man sich mal gönnen, da ist noch eine Socke. Oh. Wo geht's denn hier lang? Na, kommst du hoch? Okay, gut. Ja, auf jeden Fall, heute ist es so, da im Kino kommt erstmal eine halbe Stunde Werbung. Und dann ist da ein Bild. Einfach nur ein Bild. Also erst kommt dieser Song so, Bole, 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 den du dir gar nicht mehr anhören kannst, weil er so übelst nervig ist. Und dann ist da eine halbe Stunde ein Bild eingeblendet. Eis. Gibt's auch hier im Kino. Und du sitzt da und denkst dir, okay, gibt Eis. Hier im Kino. Schön! Und setz da eine halbe Stunde. Und dann kannst du dir nochmal Werbung angucken. Und das fuckt so ab, ne? Wirklich. Oh. Ja, zum einen, was noch? Dann gibt's halt auch eine so typische Kino... Okay, ich gehe jetzt einfach. Ich habe jetzt keinen Bock, hier Ewigkeiten im Kreis rumzulaufen. Dann holen wir das hier einfach im nächsten oder übernächsten. Oder halt dann, wenn ich beschließe, die 100% zu holen. Ja, auf jeden Fall, dann gibt's ja noch die typischen Kinospacken, ne, kennt man ja. Sagen wir mal, so, 3 Jugendliche, davon sind 2 weiblich und ein... Nee, Quatsch, eine weiblich und 2 männlich. Das ist so das beste Beispiel, denke ich mal. Boah, ist das jetzt dein Ernst? Als ob ich jetzt erst nochmal zu SpongeBob... Ja, für alle, die das jetzt hier nervt, spult am besten einfach vor. Ja, auf jeden Fall, stellen wir uns das mal vor, so. 2 Jungs und ein Mädchen, ne? Was machen die Jungs natürlich, ne? Die sind natürlich übelst krass, die müssen zeigen, wie cool die sind. Also, das sind halt so typische Vollidioten. Zu 50%, nee, 50 nicht, zu 80%. Zu 80% sind das halt so übelst die Vollidioten. Und die müssen sich dann natürlich vor dem Mädchen beweisen, ne? Weil die wollen ja natürlich ein bisschen mehr als eine Freundschaft, ne? Kennt man ja. Oder im Kino kann man halt beweisen, wie cool man ist. So Sachen wie richtig rumschreien, mit dem Handylicht alle belästigen und so ein Kram, ne? Und sowas kotzt mich an, um ehrlich zu sein. Also sowas regt mich richtig auf. Ja. Ja, aber so der Hauptgrund, warum ich so selten ins Kino gehe, zum einen, weil es momentan wenig Filme gibt, die ich sehen möchte. Und zum anderen, weil es halt einfach total überteuert ist, ne? Da kann ich auch mal eine Story zu auspacken. Das mache ich aber erst, nachdem wir Mr. Krabs mal... Möchtest du glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender? Ja. Ja. Das ist hochwertiger Hand. Und damit haben wir den nächsten goldenen Pfannenwender. So, dann geben wir noch Patrick noch die Socken und dann erzähle ich die Story. Obwohl, waren wir schon mal in Patricks Haus? Nee, ne? Da gibt's doch bestimmt auch noch was, ne? Ich weiß, zu einem späteren Zeitpunkt
geht man indirekt in Patricks Haus und da kriegt man auf jeden Fall was. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Nur eine Socke. Na gut. Ich finde süß, dass der hier ein Bild von sich und SpongeBob hingehängt hat. Gut, dann geben wir Patrick mal seine Socken. Wow, SpongeBob, du hast ja welche gefunden. Bin heftig, nun, ne? Nun sind sie wieder da, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Ich kann kein Italienisch. Okay, gut, so, damit haben wir schon mal ein paar Minuten verschwendet. Wir könnten jetzt eigentlich schon los. Weil wir haben schon 15 Pfannenwender. Aber natürlich wollen wir erst nochmal dieses Gebiet hier betreten. Und zwar den Strand von Bikini Bottom. Gut, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Zeit verschwendet. Aber naja, jetzt kommen wir wieder zur Story. Ah, gut, gut. Ein sonnenverwöhnter Strand am Meeresboden. Aber etwas stimmt nicht im Paradies. So, jetzt aber wirklich. Das war richtig schlimm. Also, es war so. Ich führe Seifenblasensprung aus. Es war so, ich habe mir Nachos bestellt. Und normalerweise bestellt man sich ja immer so die kleine Portion, weil die kleine Portion halt. Ja, so eine mittlere oder groß. Ich weiß, gibt's mittel und groß? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall eine größere Portion bestellt, ne? Aber normalerweise bestellt man sich ja immer so eine kleine. Weil die halt einfach nicht ganz so überteuert ist. So für die Große habe ich irgendwie 6 oder 7 Euro bezahlt, was unnormal teuer ist, wirklich. Und ja, dann habe ich mir halt eine mittlere geholt. Und man bezahlt halt 6 oder 7 Euro. Und dann geht die, ja, nicht mehr so sympathische Frau für mich, da einfach zu so einem scheiß Schubding da, so eine Schublade. Und holt da einfach ihre meine mittlere Nachos raus oder groß. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Sei halt einfach mal groß. Holt da meine großen Nachos raus. Die, ich weiß nicht, wie lange die da standen. Die sahen erstmal übelst scheiße aus, weil die standen da locker schon einen Tag oder so. Ja, guten Tag ist jetzt übertrieben, aber ne? Und die haben auch dementsprechend geschmeckt. Und ich bezahle 7 Euro für so eine mittlere Nacho. Nachos. Für eine große Nacho-Packung-Ding da. Und dann holt die das da einfach aus so einer Schublade raus. Alter, ich hätte ihr fast ins Gesicht gespuckt, ne? Ey, ich dachte, ich werde nicht mehr. Also das geht ja mal wirklich überhaupt nicht, aber SpongeBob, gut. Habe ich einen Sonnenbrand? Nun, du siehst ein bisschen gerötet aus. Rhabarber, dieser verdammte Roboter. Roboter? Ja, ein großer Roboter, der alle Sonnencremes geklaut hat. Oh nein, jeder wird einen Sonnenbrand bekommen. Und genau, du kannst keinen Tag am Strand ohne Sonnencreme verbringen. Es ist hier viel zu heiß. Dieser Roboter ist draußen auf der Insel. Niemand kann zu ihm gelangen. SpongeBob, vielleicht kannst du diese Sonnenreflektoren benutzen, um die Sonnenstrahlen auf den Roboter zu richten. Triffst du einen Schalter bei den Türmen, wird sich der Reflektor drehen. Verbinde alle Türme, damit das Licht auf den großen Reflektor auf der Insel geleitet wird. Dann brauchst du nur zu der Insel zu schwimmen und den großen Reflektor auf den Roboter zu richten. Ich bleibe hier und beschütze die Mädels. Aha. Aber ich kann nicht schwimmen. Musst du auch nicht. Ja, boah, das hat mich als Kind damals so verwirrt. Ich hoffe, das ist jetzt anders. So, jetzt frage ich mich nur, kriegt man hier Sandy oder Patrick? Ich glaube aber, es war Patrick, ne? Jo. Wollte ich nur wissen. Muss mich eh nicht interessieren eigentlich, weil... Wir brauchen jetzt eh SpongeBob. Für den Reflektor. So, mal gucken, was passiert, wenn ich hier einen Schalter drücke. Gar nichts. Okay, cool. Ich glaube, ich weiß wieder, wie das war. Irgendwo war doch ein Anfangslicht, sag ich mal. War das hier direkt? Ja. Genau. Und jetzt müssen wir halt das Licht immer weiter träuben, bis wir halt da hinten sind.
Wow, du bist ein Assi. Ja, auf jeden Fall, also Kino ist halt nicht mehr so meins, muss ich ehrlich gestehen. So, dann da. Aber so Kinoerfahrung für Leute, die jetzt den Part hinterher angucken oder auch für die, die jetzt gerade im Stream sind. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Okay. Da müssen wir nicht hin. Hä? Du... Warte mal. Das Licht geht hier hin. Oder sollen wir das eher... Warte mal, wir versuchen das mal auf der anderen Seite zu schicken. Oh Mann, das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen stressig. Naja, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin, ne? Schade, das Gebiet werde ich sowieso nicht direkt abschließen können, weil das ist echt groß und hier gibt es echt viele und teilweise auch schwierige Aufgaben, muss man sagen. Also das ist das erste schwierigere Gebiet. Aber muss es auch. Das ist ja das letzte Gebiet vom ersten Drittel des Spiels, sag ich mal. So, Butz. So, mal gucken, wo das denn führt. Der führt jetzt zu dem linken, genau. So. Hä? Alter, in so einer kleinen Pfütze, ist das dein Ernst? Du bist auch ein Jammerlappen, Alter. Nein. Als ob. Ich bin bereit. Unter Wasser ertrunken. Ja, ist gut. Du bist bereit. Uts. So, Checkpoint. Das führt zu gar nichts. Sehr angenehm zu wissen. So, mal gucken, was hier passiert. Dann sind wir schon mal da hinten. Okay, gut, dann lassen wir das jetzt erstmal. Da kommen wir im Laufe des Parts bestimmt noch hin. So. Ah, hier müssen wir die Kinder befreien. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Gut. So, du bist schon mal gerettet. Kinder sind viel zu groß geworden. Sie haben die Kinder in die Luft befördert. Dann retten wir sie. Ich weiß nicht, Mrs. Puff. Es sieht so aus, als ob sie einen riesen Spaß hätten. Ja, zu viel Spaß, wenn du mich fragst. Du kannst die Kinder retten, indem du bei jedem Ballon den Seifenblasensprung einsetzt. Zerstöre alle Ballons, um eine Belohnung zu erhalten. Verstanden, Mrs. Zerstöre alle Ballons, um eine Belohnung zu erhalten. Gut, das machen wir fix. Komm her. Nein. Oh, du kleiner Racker, du. Komm schon her, Junge. Na, als ob. Na komm. Und als ob. Hä? Ja, genau. Ich hab doch genau seine Ballons... Seine Ballons getroffen. Uff, du kleiner Pisser, ey. Na los. So, da ist einer. Dann war da hinten noch einer irgendwo, ne? Ich glaub schon. Komm her, du kleiner Stinker. So, geht doch. Machen wir mal den hier. Keine Ahnung. Komm her. Nein! Warum geht das denn zurück? Oh Mann, wie unnötig. So, geh zurück. So, dann bleiben wir halt hier. SpongeBob, ne? Den hast du so hart gerissen. Nein! Komm noch her, du kleiner Lutscher, du! Ach, verdammt, als ob. Komm schon! Oh Mann, Alter. Ja, jetzt gehst du natürlich... Boah, du bist so ein Penner. Komm noch her, Junge. Ja. Nein! Nun! Ist er jetzt... Als ob!
Als ob! Ey, wo bin ich denn hier gelandet? Boah, Junge, ne? Alter, du fuckst mich so hart ab gerade, ne? Alter. Ja, jetzt falle ich auch noch runter. Ey, komm, verzieh dich. Was war das, Alter? Was war das? So, warte, was? Der macht mich gerade leicht aggressiv, da der Junge da hinten. So, tschüss. Tschüss. Du Lucci. Jetzt können wir uns ganz in Ruhe auf den Jungen konzentrieren. Den kleinen, süßen, netten Jungen, endlich! Was ein Pisser. Tut mir leid, ich muss familienfreundlich bleiben. Den kleinen, süßen Jungen. Du Lulu. Du Lulu. Oh, hier ist eine Socke. Okay, sehr praktisch. Gut, wo war... Ah, da ist der nächste kleine Junge. Und wie komme ich darüber zu dem nächsten kleinen Jungen? Muss ich dafür jetzt einen Umweg machen oder was? Oh, geil, 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 geil. Umwege sind immer so cool. Okay. Es glänzt. Es glänzt. Ach ja. Was kann ich noch? Genau, wir waren gestern beim Chinesen. Also ich, eine Freundin und drei Kumpels. Und... Ja, da wollte uns die Asia-Frau einfach mal abziehen, ne? Beziehungsweise wollte, die hat es teilweise so. Schon. Da groß was erläutern möchte ich jetzt nicht, aber boah, ne? Also es war schon ein komischer Tag. Gestern. Muss man sagen. Generell muss man ja sagen, meine Freunde haben gerade alle so ein bisschen Beef, ne? Kennt man ja, ne? Bringt halt Klicks. Ne, Spaß. Auf jeden Fall. Ja, also jetzt nicht mit denen, mit denen ich mitgekommen bin. Aber es war eigentlich geplant, dass mehrere mitkommen und ja. Das war dann halt nicht so... Nein! Nein! Du, du! Nimm mich mit! Ja, kann ich mit leben. Boah, Alter, was war das denn für ein Trickshot, den ich hier ausgepackt habe? So, jetzt ersuppelt der zwar. Nee, tut er nicht. Nur SpongeBob ersuppelt sofort. Ist okay. Ist okay! Kann ich mit leben. Ja, auf jeden Fall, aber gestern war eigentlich ganz cool auch. Okay, da ist denn... Das ist schon der letzte, ne? Ist das schon der letzte? Ich hoffe mal. Springen wir auch einmal mal rauf. Flieg nach links, flieg nach links, flieg nach links. Wenn ich jetzt runterfalle, dann bin ich ziemlich gearscht, aber... Hm. Das ist wirklich voll der Lifehack hier gerade. Yeah, Alter, easy. So, zumindest das Puff können wir später noch gehen. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Dann gehen wir jetzt hier nach vorne. Um der Reflexionskacke, da kümmere ich mich ganz am Ende. Da vorne ist der Rummel, da komme ich zu einem späteren Verlauf noch hin. Also in diesem Part definitiv noch nicht, aber... Ey, wir streamen schon wieder eine halbe Stunde, ey. Bob, ich habe gehört, dass du nach goldenen Pfannenwändern suchst. Hm, spricht sich das rum? Richtig, Blubberfreund. Hast du welche gesehen? Ja, wir hatten einen Sandburg-Wettbewerb veranstaltet und jemand hat einen goldenen Pfannenwender auf der Burg zurückgelassen. Hätte ich eine Burg, würde ich sie vor Krabbenburger nennen. Und jeden Montag gäbe es eine Happy Hour. Der goldene Pfannenwender? Oh ja, auf der Sandburg. Okay, das sollte nicht so schwer sein. Nun, das solltest du dir selbst ansehen. Die Sandburg befindet sich am Ende des Strandes. Okay. Dann machen wir das. Holen wir uns den. Haben wir jetzt eigentlich schon einen? Nee, haben wir noch nicht. Schön, wir sind ja sehr erfolgreich. Wir haben in diesem Part jetzt irgendwie zwei Pfannenwender in 20 Minuten geholt. 23 Minuten, 24 Minuten. So. Ah, genau. Ich kann mich erinnern. Das war eine richtig schwierige Stelle, wo das Wasser steigt. Oh, jetzt müssen wir uns aber beeilen hier. Und ich glaube, ich habe da noch sowas in Erinnerung, dass da so eine richtig fiese Socke war noch. Das kann auf jeden Fall sein. Ja, die Socken müssen wir natürlich auch mitnehmen, weil die gehören auch zu 100%. Wo wir brauchen ja auch die Pfannenwender von Patrick, ne? Von unserem guten Freund Patrick. Boah, der war fies. Okay, okay, so.
nicht mit mir. Boots! Down! Steigt das Wasser? Wo ist das Wasser jetzt bitte hin? Naja. Es sind ganz schön viele Bälle hier gerade, ne? Da ist eine Socke. Ja, soll ich da jetzt direkt rübergehen? Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt den Weg zurückzulaufen. Darum lasse ich es einfach mal. Und merke es mir. So. Falls ich die Socke jetzt vergessen sollte, schreibt es in den Kommentaren. Das darf ich nämlich nicht vergessen. Am Ende wundere ich mich nämlich, wo ist, mir fehlt irgendwas. Also wenn ich vom Patrick den Kack da nicht bekomme. Oder ich gehe jetzt halt wirklich zurück, weil den Funwender haben wir schon eigentlich. Tschüss. Ich weiß nicht. Wo geht's denn hier hin? Gucken wir mal, nie. Ah, hier ist auch noch eine Socke. Ne? Siehst du, Gott sei Dank bin ich nicht direkt runtergesprungen. Ja, rein theoretisch, wir... Als ob. Aber wir haben eh den Checkpoint, alles gut. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wir haben ja sowieso den Checkpoint. Das heißt, es ist eigentlich Wayne. Ich hole mir jetzt die Socke und dann springe ich einfach ins Wasser oder so. Und dann müsste ich ja zurückgespawnt werden. Ja, komm, machen wir. Denn sonst vergesse ich die Socke halt im Endeffekt wirklich so. Checkpoint aktivieren. Warum habe ich den Checkpoint jetzt aktiviert? Ah ne, alles gut, ich komme immer noch. Oder? Ne, ne? Oh, fuck. Fuck, egal. Ja, gut. Ich bin dumm, tut mir leid. So, wenn wir jetzt überhaupt dahin kommen, ne? Heißt das natürlich... Fuck! Als ob... Nein. Töte dich. Ja, wie kriege ich denn die Socke da? Wie komme ich an die Socke? Boah, nicht, dass die Socke mich jetzt hier übelst lange aufhält, ne? Das wird mich richtig abfucken, ne? Ich wollte gerade anfucken sagen. Ach so. Ach so, okay, ich sehe schon. Gut, die kann man scheinbar erst später holen. Wenn man eine... Da ist noch eine... Alter, wie viele Socken gibt's denn hier? Holy... Wie komme ich an die ran? Mann. Alter. Das kotzt mich ja jetzt schon an. Warum renne ich hier eigentlich die ganze Zeit hin und her? Ich muss doch da jetzt rum. Ja gut, dann holen wir jetzt noch diese Socke da vorne. Ja, ist am schlauesten. Holen wir die Socke noch und dann geht's da vorne rein. Also ich möchte auf jeden Fall in diesem Part noch den Boss abschließen, ne? Dann ist alles okay. Obwohl, ich habe den noch nicht aufs Thumbnail, weil ich mache ja immer, bevor ich die Parts streame, mache ich die ja vorher. Ist ja logisch, weil ich brauche ja ein Thumbnail. Und ich habe den Boss, soweit ich weiß, gar nicht raufgepackt. Habe ich den aufs Thumbnail gepackt? Hm. Weiß ich nicht mehr. Ist ja auch egal. Ich mache den Boss definitiv in diesem Part so. Falls ihr nur den Boss sehen wollt, dann spult vor. Einfach. Wo war denn jetzt der Checkpoint? Und Checkpoint springe ich jetzt hier nicht runter. Das wäre auch total dumm. Das wäre auch total dumm, Junge. Oh, wo ist denn jetzt der scheiß Checkpoint, Junge? Als ob hier kein Checkpoint war. Das könnt ihr mir jetzt echt nicht verkaufen. Alter, ich... Scheiß auf die Socke, ne? Scheiß auf die abgefuckte Drecksocke, ne? Nee, scheiß nicht auf die Socke. Alter. So, jetzt. Warum ist denn da eine unsichtbare Wand? Boah, scheiß Spiel, ey. Ja, verreck halt. Das ist sicher Schwamm. Ey. So, leck mich. Leckt mich am Arsch. Peace. Ich hol die Socken irgendwann anders. Hab jetzt keinen Bock. Hallo Gary, was gibt's Neues? Gary ist auch überall, ne? Wirklich?
Thaddäus hat sich einen neuen Pullover gekauft. Er ist verrückt. Wow. Und da ist ein goldener Pfannenwender am Ende der Höhle. What? Gut. Was? Ey, cooles Easter Egg, das der Höhlenmensch. Dings Höhlen Patrick aus einer Folge. Wie schon gesagt, fragt mich nicht, wie die Folgen heißen. Ich weiß es nicht. Okay. Okay. Boah, hier sind bestimmt auch 10.000 Socken, ne? Und da ist der Höhlen SpongeBob. Okay, cool. Goodie, 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 fuck. Egal. Kein Ding. Aber da hoch möchte ich eigentlich trotzdem, weil... Nee, möchte ich nicht. Oder ist da irgendwas Besonderes? Ja, natürlich ist da was Besonderes. Ja, die Socken regen mich übelst auf, ne? Die Socken regen mich so auf. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Das Wasser steigt ja. Oh Mann, ich check auch gar nichts gerade, ne? Ich muss sagen, ich bin auch voll müde, ne? Es war gerade erst 19 Uhr, ne? Ich bin auch heute relativ spät aufgestanden, um 10 oder so. Ja, keine Ahnung, warum ich so müde bin. Hm. Am Ende werde ich eh erst 2 oder so pennen. Naja, egal. Putz! Und ja, ich scheiß gerade absichtlich auf die Socke. Ich habe sowieso gesagt, ich werde hier nicht alles sofort holen. Und hier ist ein goldener Pfannenwender. Hey, what the fuck, Alter? Wie komme ich denn da hin? Ah, da ist eine Kiste. Okay, da... Ja, gut. Da werden wir schon noch hinkommen. Oh, also, Alter. Dieses Gebiet ist so schlimm, ne? Das hat mich als Kind auch übelst aufgeregt, dieses Gebiet hier. Und wir haben nur einen Pfannenwender, Mann. Wir haben nur einen Pfannenwender. Und ich wollte das Gebiet zum größten Teil abschließen. Also locker die Hälfte wollte ich hier safe haben, ne? Huh. Also ich war mir auch ziemlich sicher, ne? Also ich will diesen Part hier nicht so lange haben wie den letzten. Also der letzte war ja wirklich übertriebene Überlänge. Die Parts sollen immer so 30 bis 40 Minuten gehen und keine anderthalb Stunden. Ja. Darum, also... Rein theoretisch müsste ich jetzt schon los und wieder raus aus dem Gebiet. Wenn ich bei dieser Zeit wirklich bleiben wollen würde. Naja. Ich will ja auch was schaffen, ne? Weil bisher haben wir echt gar nichts geschafft. Im letzten Part so übelst gerockt und jetzt krieg ich wirklich gar nichts. Wir haben ja noch nicht mal die Innenstadt abgeschlossen, meine Güte. So, tschüss. Spaß. Ah, so kommen wir zum Pfannenwender. Okay. Sumotom, mischen wir den nächsten Pfannenwender. Ja, schön. Gut, dann muss man... Eigentlich haben wir schon zwei Pfannenwender, ne? Den anderen müssen wir uns ja nur abholen von Mrs. Puff, muss man auch dazu sagen. Und diese Reflexionskacke, da haben wir rein theoretisch auch schon geschafft. Ja, ich weiß, ich versuche mich gerade rauszureden. Und damit kommen wir jetzt schon zum Vergnügungspark. Kommt man echt vom Strand aus dahin? Gehört... Ach, das gehört auch dazu. Okay. Ey, cool. Cool, 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 cool. Okay, ja, dann kriegen wir doch jetzt noch einiges gebacken. SpongeBob, hilf mir, Patrick zu finden. Ich habe eine Aufgabe. Es tut mir leid, aber der Jahrmarkt ist geschlossen. Ein Roboter hat mein Kassenhäuschen besetzt und all mein Geld geklaut. Du erhältst eine große Belohnung, wenn du diesen Roboter zerstörst. Echt jetzt? Da muss man auch nichts für machen. Oder? Hm. Tschüss. Warum ist die Aufgabe jetzt nur für... Ach so, ja. Das war jetzt nicht so eingeplant, aber
Ja. Nun, so hatte ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Ich hoffe, meine Versicherung kommt dafür auf. Ist ja auch egal. Warum versuchst du nicht etwas, das weniger teuer, ich meine, weniger gefährlich ist? Zerstöre diese Roboter aus der Bootscooterbahn. Komm zu mir zurück, wenn du sie alle zerstört hast. Spast. Ja gut, hab schon mit gerechnet eigentlich. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er mir jetzt einen Pfannenwender gibt. Und dann noch eine Aufgabe, das hätte ich übelst abgefeiert, aber nö, so ist es wohl nicht. Naja, dann nicht. Tschüss. So, dann müssen wir das Ganze wohl echt mit Patrick machen. Aber ist okay, Patrick haben wir in diesem Part noch gar nicht gehabt. Außer einmal, wo ich gucken wollte, ob der in diesem Gebiet ist. Was kann man denn hier machen? Irres Tiki. Ja, hier ist irgendwie gar nichts, okay. Ja, schon lamer. Ja, Markt hier, ne, muss man sagen. Wie ist denn eigentlich bei euch, ne? Seid ihr auch so eine Leute, die mit allen mitfahren, so beim Jahrmarkt oder halt, wo man Karussell fahren kann? Also seid ihr so total krank wie ich und fahrt wirklich überall mit oder seid ihr so, nö, muss nicht sein, ist mir zu gefährlich oder was weiß ich? Ich bin wirklich so einer, so Schiss habe ich davor nicht. Ich mache wirklich alles mit. Ich bin da echt ein bisschen sehr krass. Außer Sachen, die sich so schnell drehen. Also die sich nur drehen. Wirklich. Also dabei wird mir nämlich echt hart schlecht und darum ja. Aber ansonsten so fahre ich alles mit. Ich bin da ein bisschen sehr krass, muss ich sagen, in solchen Sachen. Ich finde das aber auch einfach cool, ne? Muss ich sagen. Also Heidepark und so feiere ich übel ab. Was ist denn da unten an dieser leuchtenden Stelle? Ich habe übrigens das Gefühl, dass ich übelst viel verpasst habe jetzt schon. Saugen meine Nachbarn eigentlich schon wieder? Nee, okay, gut. Weil die haben vorhin die ganze Zeit gesaugt. Boah, das hat mich so aufgeregt. Ich wollte die ganze Zeit den Stream starten und so. Wow. Ich wollte die ganze Zeit den Stream starten. Die saugen da die ganze Zeit. Echt, dachte mir. Aber bei solchen Sachen bin ich meinen Nachbarn auch gar nicht böse, weil ich bin hier teilweise viel lauter. Na! Und darum. Ja. Tschüss. Dann noch die Melone. Gib Gas, wir wollen auch den Spacken da hinten töten. Wir haben ihn getötet. Tadam. Ach, war das schon die Mission? Oder wie? Kann sein. Will ich nicht abstreiten. Was haben die Lichter zu bedeuten? Ist das einfach nur zu Deko-Zwecken und wie komme ich an den Eisblock da? Wow. Oh, hier brauche ich wieder glänzende Objekte. Okay, muss ich mit SpongeBob hoch? Oh, was ist denn hier? Eine Rutsche! Die rutschen wir erstmal auf, ist ja logisch. Das ist so lächerlich, wie wir hochrutschen. Ach ja, die Musik beim Rutschen ist auch cool, ne? Jetzt. War's das schon? Hä? Wozu bin ich denn jetzt gerutscht? Einfach just for fun oder was? Na gut, wenigstens kann man hier eine Sache machen auf diesem Kackmarkt. Und zwar rutschen. Krass. Okay, da vorne können wir zu SpongeBob switchen. Das machen wir auch gleich mal, nachdem wir da den Schalter aktiviert haben. Bam. So, guten Tag. Bam. Erstmal auf die Fresse bekommen. Wabutz. Kriege ich irgendwas Cooles, weil ich hier alle getötet habe? Wabutz. Ach ja, stimmt, die soll ich ja sogar töten. Die sollte ich ja sogar töten. Stimmt.
Was ist denn da unten? Egal, wir holen uns jetzt noch, wir gehen jetzt noch schnell an dieses Fischernetzding da und dann geht's auf zu Mr. Krabs. Wo war denn das? Wo waren das? Erstmal ein komisches Geräusch machen, ne? Da. Putz. Oder kann Patrick? Nee, Patrick kann sich da nicht ranhängen, oder? Nee, es kann das SpongeBob. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist sogar ein goldener Pfannenwender. What the fuck? Ich dachte, da wäre jetzt eine Socke oder so, oder? Cool. Also, ich will mich nicht beschweren. Runter! Gut, dann haben wir den. Wie viele haben wir jetzt? Haben wir schon drei? Ja. Insgesamt gibt es 4, 5, 6, 7, 8, 8, okay. Ja, dann haben wir die Hälfte. Schon. Ja. Also wollen wir jetzt zu Mr. Krabs gehen halt. Nee, mehr als die Hälfte, weil Mrs. Puff müssen wir auch nur noch ansprechen. Gut, dann haben wir schon mehr als die Hälfte. Dann könnte ich eigentlich schon aus dem Gebiet rausgehen. Wir haben auch schon gute 40 Minuten. Ich denke mal, der Part wird so eine Stunde gehen. Je nachdem, wie lange ich für den Boss brauche. Ja, ich sag mal, zwei Funwender möchte ich mir noch gönnen. Juhu. Haben wir jetzt eigentlich alles schon hier? Denk mal, ne? Ach ja, du willst ja Patrick, ne? Ja. So. Ja, danke. Nicht so viel Zeit verschwenden. Okay, danke, alter Mann. Damit geht's auf. Zurück. Zu Mrs. Puff. Verbinde die Tür. Ah, genau. Das machen wir jetzt als nächstes. Die Türme verbinden. Dann zu Mrs. Puff und den Rest machen wir dann im nächsten Part oder so. Oder irgendwann anders halt. Das ist schon echt ätzend, dass man... Also das, sowas stört mich halt am Live-Sein, ne? Ich kann halt nicht schneiden. Wenn ich das alles schneiden würde, würde der Part jetzt maximal 10 Minuten gehen. Aber. Na gut, ne? Gut, ich frag mich immer noch, wie ich da hochkommen soll, ey. Ey, kommst du da echt nicht rüber? Doch, okay. Okay, ich hätte mal noch zu SpongeBob noch mal switchen sollen. Wie komme ich an der Socke ran? Da oben, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass hier noch eine Socke ist und die gönnen wir auch noch uns noch mal. Vier weitere Socken und wir können schon wieder einen goldenen Funwender gönnen. Ich verstehe nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich verstehe es nicht. Naja, ist ja auch egal. Tschüss. Ja, hauen wir ab. Na los, geh runter, Wasser. Geh runter, Wasser. Oh, Alter. So. Auf zu Mrs. Puff. Und dann werden wir die Dinger verbinden. Ey, wehe, das wurde jetzt zurückgesetzt, ne? Dann würde ich weinen. Ein bisschen sehr doll. Tschüss. Oh Mann, Patrick, du bist so ein Lappen, ne? Geht das Wasser jetzt eigentlich auch hoch? Nee, ne? Nö. Oder? Nö, scheinbar nicht. Ab wann das hochgeht, ich habe keine Ahnung. Ach, ich muss einfach nur mit SpongeBob hier ranspringen. Dann komme ich schon an die Socke. Gut, dann holen wir uns die auch nochmal. Die. Da vorne geht's auch noch lang. Adios. Nee, kann ich nichts kaputt machen. Okay, holen wir uns die Socke. Oh, hier müssen wir uns beeilen. Okay, gut. Ich wäre ein bisschen ausgerastet, wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte. Gut, dann... Was machen wir zuerst? Ja, das mit den Reflektionsdings, ne? Mrs. Puff machen wir einfach ganz am Schluss. Wir müssen ja nur noch die Quest abgeben, quasi. Und dann hat sich das.
Die Frage, die ich mich stelle, wie komme ich denn da hin? Also ich kann mir denken, wie ich da hinkomme. Ich muss mit Patrick so einen Eiswürfel nehmen. So dass ich über das Wasser rüberschlittern kann. Aber wo kriege ich einen solchen Würfel her? Das ist hier die Frage. Gut, dann müssen wir doch wohl erst nach da vorne gehen. Oh, das regt mich aber auf hier. Ich kann nicht schwimmen. Schön. Komme ich da jetzt auch nicht hoch? Ey, Alter. Heute ist nicht mein Tag, ne? Zum Stream. Heute ist nicht mein Tag. Es verzweifelt mich aber auch ein bisschen, ne? Dass ich weiß, ich habe noch nichts geschafft und stream schon 50 Minuten fast. Das ist ein bisschen deprimierend. Vor allem, weil ich mir vorgenommen habe, dass ich heute nicht so überziehe. Gut, dann können wir jetzt direkt mal zu Mrs. Puff gehen. Mein Held. Ja, ja, ja. Danke! So, aber ich habe vorhin einen Eiswürfel gesehen. Da kann ich mich noch fast dran erinnern. Ah, nur fast. Ich suche einen Eiswürfel. Vielleicht hier. Hier muss ich mit Patrick hin. Scheinbar. Ach. Gucken, was mir das bringt, wenn ich jetzt hier überall hochspringe. Ja, dann machen wir das noch und dann hau ich ab, weil ich habe echt keinen Bock mehr. Ich bin hier gerade ein bisschen am Verzweifeln. Ich hoffe, man merkt das. Nicht. Arschloch. Ja. Wie schon gesagt, wenn es langweilig ist, dann spult vor. Gerade die am Handy haben es ja gut, die, wenn man so doppelt tippt, dann kann man ja 10 Sekunden immer vorspulen. Das würde ich persönlich gerade machen. Ich glaube nicht, dass mir SpongeBob's Unterhose passt. Glaube ich auch nicht. Oh, cool. Dumm. Dumm, Alter. 10 Sekunden sind auch viel, ne? Als ob man 10 Sekunden für so einen kleinen Weg braucht. Na gut, noch habe ich eine große Fresse. Ja, siehst du, jetzt wird es nämlich schon schwerer. Wenn man jetzt runterfällt, dann kann man sich schon mal umbringen. So. Dumm. Okay, das ist jetzt aber leichter, oder? Oh, nee. Ist schwerer. Ist schon schwerer. Dumm. So, da gehen. Dumm. 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 Oh! Als ob, boah, das war richtig fies. Aber die sind ja mega weit auseinandergegangen. Holy. Da muss man sich aber übel beeilen. Ach, nochmal. Macht ja so Spaß, ne? Gut. Am Ende wird die Folge wohl doch wieder 1,5 Stunden gehen. Naja. Naja, naja, ja, naja, naja. Aber komm, dafür haben wir erst den ersten Drittel von Bikini Bottom. Ja, nicht abgeschlossen. Wir haben ja noch nicht zu 100% hier, ne? Außer die Quallenfelder. Aber wir haben halt schon den Boss. Den vom ersten Drittel und so. Also grob haben wir den ersten Drittel von Bikini Bottom nur abgeschlossen. So, ich weiß nicht, wie ich das machen soll hier. Okay. Ja, okay, gut. Okay. Für eine Socke? Für eine Socke? Willst du mich verarschen? Alter, ich habe mir jetzt für eine scheiß abgefuckte Drecksocke hier den Arsch aufgerissen. Okay. Das Wasser sieht wirklich kalt aus. Ja, das Wasser sieht wie Wasser aus. Also kalt sieht es nicht aus. Ich weiß nicht, wie kalt das Wasser aussieht. Aber na gut. Ich frag mich, wo ich einen Eiswürfel herbekomme. Oh, komme ich da irgendwie anders hin? Ach, weißt du was? Leck mich, ich hau jetzt ab. Wir holen das nach. Wir holen das einfach nach. Kann ich auch... Ich bin gerade ans Mikro gekommen, tut mir leid. Kann ich auch irgendwie so das hier verlassen? Ja. Ciao. Und damit geht's auf zum... Warum bin ich jetzt wieder hier?
Okay. Wie ist das Taxi überhaupt da hingekommen? Hm. Okay. In diesem Part läuft einfach alles schief, ne? Oh Mann. Ich kann nicht schwimmen. Heul doch. Ich bin gerade richtig verzweifelt, ne? Das ist der Part der Zeitverschwendung einfach. Es tut mir wirklich leid, ne? Alle, die sich diesen Rotz hier gerade uncut angucken, ne? Boah, das tut mir so leid. Das ist so die übelste Zeitverschwendung gerade. Oh Mann. Das tut mir fast schon im Herzen weh. Ich dachte, wenn ich jetzt nimm das Taxi anwähle, dann komme ich halt auch einfach zurück nach Bikini Bottom. Aber nein, er fährt mich da auf so einer kleinen Kackinsel, wie auch immer das möglich ist, ey. Dann latschen wir halt zurück. Macht ja so Spaß. Yeah, SpongeBob Schwammkopf, das beste Spiel. Ich muss sagen, das Spiel fuckt mich gerade ein bisschen... Ach, halt die Fresse. Das Spiel fuckt mich gerade ein bisschen ab. Aber gut, ich bin auch zu 50% auch nur unfähig und ich finde es ein bisschen cool, dass hier Parkplätze sind. Ich will jetzt einfach nur den Boss wegficken und dann gehe ich mich umbringen. So. Los geht's. Hier, damit ihr euch einer großen Herausforderung stellen könnt. Ich habe Nerven aus Stahl und Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Ein mächtiger Feind ist in meinen Poseidon eingedrungen und ihr müsst ihn besiegen. Bringt ihn her, Eure Exzellenz. Bringt ihn her. In diese Ecke, Verteidiger des Poseidons, ein kleiner Quadratjunge. Und sein Herausforderer, ein monströser Roboter, der wie ein Eichhörnchen aussieht. Schau, eine Giraffe. Ich glaube, ich muss nach Hause und Gary füttern. Man muss sagen, besonders in den Bosskämpfen punktet das Spiel des Todes, weil die Bosskämpfe sind übelst cool. Ja. So, was musste man hier nochmal machen? Ich glaube, genau. Bam! Das war's schon. Gut, also Sandy muss hier einmal angreifen, mich nicht treffen. Mich treffen, meine ich natürlich. Und dann, na los. Komm schon her. Ja, die Bosse sind echt übelst cool. Bam. Und da muss man einmal eine kontern. Ob der Roboter Schmerzen empfinden kann? Ja, das kann er. Und down! Zumindestens den ersten Drittel. Ich will spielen, ich will spielen! Hedwig, wir spielen hier nicht. Wir kämpfen um unser Leben. Yeah! Ich will spielen, ich will spielen, ich will spielen! Oh, okay. Patrick ist an der Reihe. Machen wir den Roboter fertig. Ein episches Battle um Leben und ich muss sagen, die Bossmucke gefällt mir hier nicht. Wow. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also gerade hier im Hintergrund. Das ist, also gerade die Sequenz, da war wieder so eine coole, dramatische Musik, die mega gut gepasst hat. Und ja, gut. So, jetzt müssen wir den Kopf nehmen, ne? Und dann dagegen werfen. Na, wie gefällt dir das, Sandy? Ja, und für diejenigen, die 1 und 1 zusammenrechnen können, die müssten schon wissen, wer der nächste Boss ist. Wenn man sich überlegt, dass man 3 Charaktere spielen kann, es 3 Gebiete von Bikini Bottom gibt und der erste Boss einer der 3 Charaktere ist, ja, naja, ne? Mehr will ich nicht sagen. Komm her, Junge. Putz! So. Gib her den Kopf. Und verrecke! Schöner fliegender Kopfdingsmove von Patrick. Der Reporter ist auch cool, ey. Na komm her, na komm her.
Mach dein Aschklatsch. Okay, zu nah darf ich nicht kommen. Ja, 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 ja. Gib mal nicht an hier. Okay, jetzt macht sie wieder den hier. So, kein Ding. Kein Ding. Ha, dachtest, ne? Dachtest. Oh, der war gut. Der war gut. Okay, jetzt dreht sie durch hier. Oder ich stelle mich aber nur doof an. Na komm. Wupp, wupp. Triffst mich nicht. Lappen, lappen, lappen. Und du. So, komm her. Ah, die ist auch gerade voll auf meinen Kopf gesprungen teilweise. So. Aber jetzt reicht's. Jetzt. Fahr in die Hölle! Ich habe noch nie so einen elektrisierenden Kampf gesehen. Das war lustig. Du bist dran, SpongeBob. Oh. Ah. Gut. SpongeBobs Teil. Der letzte Teil. Jetzt geht's um Leben und Tod. Die letzten drei Trüffer, die Sandys Leben entscheiden. Und nicht nur ihres, nein, das von ganz Bikini Bottom. Okay, 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 ich kann mich erinnern, was ich machen muss, genau. Genau. Das war ein heftiger Treffer, wa? Mein lieber Moderator. Okay, jetzt wieder hier gut durchjumpen. Okay, das ist gar nicht so leicht. Also jetzt der letzte Teil ist schon ordentlich. Na los, komm her, komm her, komm her. Und du kassierst nicht, aber jetzt. So. Ja, danke schön. Es ist bald vorbei. So ist es. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Und durchspringen. Putz. Nein. Nein. Oh, ich muss doch erst warten, bis sie einen Arschklatscher macht. Ich Idiot. Aber jetzt. Das war dein letztes Stündchen. Oh Mann. Oh nee, ne. Jetzt. Okay. Wie unspektakulär. Dau. Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny. Es ist ein neuer Move, die Seifenblasenkugel. Aber es gibt noch mehr, einen goldenen Pfannenwender. Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein über $5.32 in Dienstladen für Meeresfrüchte. Oh, vielen Dank, es bedeutet mir so viel. Ich habe mir geschworen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Hier wurde gerade sauber gemacht. Gutes Argument. Hey, Plankton. Ja, was ist? Ich habe mich nur gefragt, warum alle Roboter aus dem Abfalleimer zu kommen scheinen. Sind sie? Das habe ich gar nicht bemerkt. Ja. Und da ist noch dieses große Neonschild, auf dem Roboter Hauptquartier steht. Ich bin doch dein Freund, SpongeBob, oder? Nicht wirklich. Richtig. Und als dein Nicht-Freund mache ich mir über dich Sorgen. Wie gerade jetzt. Du denkst zu viel. Ich habe Angst, du könntest dich selbst verletzen. Der ist so doof, ey. Mach dir keine Sorgen, SpongeBob. Ich werde für dich denken. So kannst du dich nicht selbst verletzen. Und du kannst daran arbeiten, mich zum Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man haben kann. Mann. Ich werde nicht mehr denken. Ja. Ich glaube, viel wird und muss ich nicht dazu sagen. Im nächsten Part geht's weiter mit dem nächsten Gebiet von Bikini Bottom und den, ja, so ziemlich geilsten. Also ab hier geht's richtig ab. Gerade dieses Gebiet hier ist eines der coolsten in dem Spiel. Da werden wir noch Sandys Kuppel untersuchen. Und ja, noch die Polizeistation besuchen. Obwohl, nee. Nee, das werden wir nicht.
Dann werden wir noch zu Rock Bottom gehen, denke ich mal. Ja, also der nächste Part wird übergeil. Vielleicht streame ich den ja auch schon morgen. Aber genug dazu. Damit sehen wir uns im nächsten Part. Ja. Bis zum nächsten Part. Von SpongeBob Schlacht und Bikini Bottom. Ciao!